Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Tales of Grace to Seth. Wir befinden uns am Strand, nachdem wir eine Klippe runtergefallen sind, das Übliche eben. Und nach unserem ersten Boss. Yeah. He wasn't hurt. Gut, dass ich aufgehört habe. Really? Okay, good. That's good. An der Stelle, an der ich aufgehört habe, sonst wäre die Spannung hin vor Ort, ne? Weil sie direkt so, dem geht's gut, alles prima. Hoppala. You look happy, Asbel. Why are you happy? I'm happy because you and Richard are alive. Because we're alive. Where? Strand. We fell off the cliff. I think the sun went down while we were knocked out. Are you okay, Richard? Nothing broken or anything? No, I think I'm fine. I can't believe we fell off a cliff and no one got hurt. Your name is Asbel, yes? I owe you my life. Please, take this. Why are you giving me your ring? I owe you a great debt. This is the least I can do. No way. No. I won't take it. But I didn't save you for money or power or because you're some dumb prince. Trotzdem kein Grund, den Ring in den Dreck zu werfen, nur mal so gesagt. I did it for... Oh, never mind. I didn't mean to insult you. Forgive me. Ich meine nur. We should go back, Asbel. Yeah, we should. But, not really sure how. I guess we just have to climb. Grandios. Sophie, Richard, I think it's time for a little hike. If monsters come, we fight together. That's the only way we'll beat them. Nicht so wie sonst, wo wir zu zweit gekämpft haben und ohne Probleme gewonnen haben. Mm-mm. Yes, of course. All right, let's go. Ich meine ja nur persönlich. Hey. Richard? You seem reserved. This is very unlike you. Why would Bryce try to assassinate you? I can think of several reasons, but none that are worth sharing. But why not? I fought him off, you know. You can trust me. I'm sorry, but it's more complicated than that. What's wrong? You're making your angry face again, Asbel. I'm not angry. I'm just frustrated. Gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Aber ja, das ist etwas, was Kinder, ich sag jetzt mal so, nicht im Großen und Ganzen verstehen werden, aber eingelegte Pflaumen sind gesund für sie. Nein, nein. Einfache Machtverhältnisse, ne? Könige etc. pp. gehören nicht zwangsläufig zu den beliebtesten Leuten. Ja, aber lass das mir. Ich bin schon Level 6. 7. Sophie ist 10. Ha. Nie drauf geachtet, aber gut. Er hat den Prinz von Windor Titel Schwertregen, Schwertregen, Paradepflege. Ha. Darum wurde er zum Ziel. Ja. So kann man das auch sagen. Aber ja, er kämpft mit uns. Upsala. Ja. Jetzt habe ich es mal gezeigt, was hier so passieren kann. Man kann hier runterfallen und man landet wieder am Strand. Das passiert ansonsten gar nichts. Das ist eigentlich wirklich uninteressant. Was hat er eigentlich für eine Waffe? Ein Kurzrapier.
Das ist ein Kunstwerk, aber durchaus tödlich. Aber er durfte ihn aussuchen. Wie schön. So, man kann aber auch ganz einfach hier mit Kreis dran langlaufen. Dann wird man sehr wahrscheinlich nicht runterfallen. Kann man einfach nach eigenem Ermessen machen. Ja, erbärmliche kleine Gegner. Wie können sie es nur wagen, mich anzugucken? Ah, die Gegner respawnen hier. Das ist für mich persönlich ganz toll, weil ich hier immer dann hin und her laufen kann zum Kämpfen. Aber das tue ich euch jetzt mal nicht an. Ich versuche ja immerhin in solchen Spielen mehr Story reinzubringen als leveln. Yeah. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Und sie nicht. Ein verlassenes Nest. Ha. Brüderstolz. What made this nest? Probably a bird of some sort. No, it wasn't a bird. What was it again? If Hubert was here, he'd know for sure. Hubert is your brother? Yeah, and he's super smart. He's always reading books and studying, so he knows everything. I mean, yeah, he's a bit of a wuss, but who cares when he's a genius? You seem very proud. Yeah, I am. But don't spread that around, okay? Ja, bloß nicht erzählen, dass man stolz auf seinen eigenen Bruder ist. Das könnte ja nochmal irgendwie, ich weiß nicht, negativ auffallen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ne, könnte an die Öffentlichkeit geraten. Sagen wir es einfach mal so. Das wollen wir ja nicht. Sophie, I know it's dark and kind of scary, but you don't need to worry, okay? I'll protect you. Protect me? What's that noise? Something's there. Oh. Hey, what's the big idea scaring us like that? All right, buddy. Time to play. If we fight hard, you can... Ja, das würde ich hier als einen Zwischenboss bezeichnen, wenn überhaupt. Vor allen Dingen aber auch einfach nur, weil sie zu mehreren sind und dementsprechend natürlich ein bisschen ärgerlicher sind. Tata! Eleganter Blitz wurde verbessert und Glöckner wurde verbessert. Ah, ich liebe sowas! Ich meine... Gut. Gut. Ausgezeichnet. See, with a team like ours, monsters don't stand a chance. I'm on your team? Sicherlich. Yeah, of course you are. We need you, Richard. You're not mad at me? Warum? But I insulted you. Ach so, die Sache mit dem Ring, den ich volle Kanne in den Dreck geworfen habe, was dich mehr beleidigt als mich eigentlich, aber egal. Richard, it's fine. Seriously, I'd already forgotten about it. Thank you. Come on, we need to hurry if we're gonna reach the top. Man merkt, dass er nicht viele Freunde hat. Ich mein's ja nicht mal böse, es ist einfach nur... Man merkt, dass er den Leuten nicht unbedingt traut. Die Kehrtwende. I see that Asbel isn't the only one growing accustomed to combat. Richard, are you happy when Asbel smiles? Hmm? Well, I don't have a problem with smiling. But where did that come from? So it makes you happy? I haven't really thought about it. Asbel was making a sad face earlier. And you would rather see him happy? I don't know. It's difficult for me to say for sure, but I think so. Asbel and I are very similar.
But I suspect the way we think about things is very different. Hmm? Let's leave it at that. Right now, we should return to the meadow. Let's use these roots to get back up the cliff. Hm. Erstmal eine Glaskugel. Die wahrscheinlich entweder ein Flummi darstellen soll von der Beschreibung her oder eine Murmel. Bei dem Wort Glaskugel denke ich eher so an Wahrsagerin, auch wenn es da eine Kristallkugel ist, keine Glaskugel. Gott, ich würde da nie wieder hochkommen. Nie wieder! Sophie, give me your hand. Here, I'll pull you up. Aber da unten gab es Kokosnüsse. Oder ähnliches. Also denke ich mal, das ist nicht so schlimm. Trotzdem. Alright, Richard, you're the next one up. Ja, mit dieser Hand. What are you waiting for? Here, come on, take my hand. Right. Yes, all right, we did it. We made it back. It's amazing what friends can do when they work together. I'm really glad that both of you guys were here. Friends? Yeah, of course. We're all friends now, Richard. Oh, I see. Asbel? Am I your friend too? Yeah, of course you are. What is a friend supposed to do? A friend helps you out when you're in trouble. You laugh together when you're happy. Oh, come on now, tell me the honest truth. Have you forgotten what it's like to have friends? I don't know. I know. I've got a great idea. Let's use this tree to make a friendship pact. Friendship pact? It's a tradition in our town. If you carve your name in a tree and then join hands, they say your friendship will last forever. There. Your turn, Sophie. But I don't know how to write it. Oh, yeah. Well, then we'll do it together. Come on, come on over here. Sophie. There. Awesome. See? There you go. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an das Bild aus dem Intro. Entweder mein. Okay. Now everyone put your hand in. Oder das vom Spiel. From now on, no matter what happens. The three of us will always be friends. We will always be friends. Ja. Lasst euch das an der Lehre sein, Leute. Alright. Now our friendship can never be broken. Ihr solltet nicht unbedingt in einem Baum einen Namen reinrücken. Hey, look! Sun's coming up. Eure Freunde sind wichtig. Das wollte ich damit sagen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch euren Namen in einem Baum setzen. Aber das war jetzt nicht in der Sache. I'll remember this view and this day for the rest of my life. Master Asbel! Are you there? Master Richard! Master Richard! Was geht, Leute? Hey, Frederick! Over here! Over here! Ich dachte schon, Asper rennt in Slow Motion dahin. Das wäre vielleicht was ich machen würde. Ja. Wir haben den Titel Schwurleiste erhalten. Beweis für den auf dem Land Bühl geleisteten Schwur ewiger Freundschaft. Auch bei Sophie haben wir den Schwurleistertitel. Und hier haben wir auch den Schwurleistertitel. Für mehr Schwertregen-Action. Wenn man denn so will. Was geht? Junge Herr Asp, seid ihr verletzt? Ist Prinz Richard unversehrt? Bitte kommt schnell zurück nach Land. Alle machen sich schreckliche Sorgen. Ich sorge dafür, dass keine verdächtigen Personen in eure Nähe kommen. Yeah, gut so. Was mit dir, Herr Ritter? Eure Majestät, dem Himmel sei Dank, es geht euch gut. Aber ich muss euch drängen, nach Lahn zurückzureisen. Hey,
Kein Drängeln, kein Schubsen. Und wenn ich das jetzt gewesen wäre, wäre ich beinahe wieder von der Klippe gefallen. Aber egal. Ich bin ja nur in die Richtung gelaufen. Nicht wahr? Ja. So. Erstmal diesen Schrecken vergessen mit einem Zufallskampf. Alter, was ist Zufallskampf? Zwischenkampf. Ich sollte nicht sagen, Zufallskampf. In diesen Spielen gibt es keine Zufallskämpfe. In diesem Spiel gibt es nur die harte Realität, dass Seidemann rutschen und eine Cutscene. Wenn da mal ein Gegner kommt und einen attackiert, das ist dann schon wiederum theoretisch ein Zufallskampf. Aber nur, weil man nicht darauf vorbereitet ist. Es sei denn, man hat neben sich eine FAQ oder so und weiß sowieso, da passiert was. Angst oder Angriff? Look, look, look. Say, is it scary having amnesia? I don't know. I haven't experienced anything like fear. Wow, you're really something. My heart was racing just from having to face that Bryce guy. Was it scary? No way! Well, a little. I guess I didn't know how hard it would be to fight someone. Then why did you choose to fight? Well, Richard just looked so miserable, you know? I thought I might be able to help him out. Ja. Ist doch auch völlig in Ordnung so. Ah, ich wollte den Glöckner einsetzen. Beziehungsweise meine leicht stärkere Version des Glöckners, so gesehen, durchs Titelleveln, aber. Nee. Darf ich ja nicht. Warum auch? Warum sollte ich schöne Sachen haben dürfen? Genau. Weil ich nicht darf. Ich darf keine schönen Sachen haben. Mir wäre es ganz lieb, wenn ich jetzt von diesem Gegner mal einen Seelenort bekommen würde, aber momentan wollen sie nicht. Ich weiß auch nicht, es ist einfach, wenn ich die mal wenigstens bekommen könnte, würde ich sagen, ja, hier seht ihr mal, was passiert, wenn man die bekommt, aber nein, ich kann ja nicht. Ist so leicht ärgerlich. Nur so leicht. You have disobeyed me for the last time. Lord Aston, please do not be angry with Asbel. He saved my life. Respectfully, Your Highness, your life was in danger only because he spirited you away. This is untrue, Lord Aston. I asked your son to show me the town. If there is blame to be assigned for our actions, it belongs to me alone. Richard. As you wish, Your Highness. I will forgive Asbel's role in the threat on your life. I am grateful, Lord Aston. But this is not over, Asbel. I told you to avoid Launt Hill, and you disobeyed me. And worse, you made Hubert and Sharia lie to shield you. The search party was delayed for hours as a direct result of your actions. You are confined to your room until further notice. Fine. I'm sorry, Asbel. I tried. That's okay. Who knows what he would have done if he hadn't said anything. Thanks, Richard. I fear I have more news, Prince Richard. While you were out, we received an urgent message. Your father, the king, has taken ill. You have been ordered back to the capital without delay. Wahrscheinlich hat die typische RPG-Grippe oder so, aber my father is sick? Nur eine Grippe. I'm afraid so. You should prepare to depart at once. As we cannot allow Bryce to remain unguarded, I will escort you back myself. I understand. Oder eine Erkältung. Kommt auch irgendwie oft vor. Hubert. Yes, Dad?
You will join us as well. You're taking me to the capital? Why does he get to go? Because you are confined to your room, or are you so thick-skulled that you've already forgotten? Hubert gets all the fun. I'm sorry, Asbel. Don't worry, little brother. Have a good time, okay? Oh, okay. I'll buy you a bunch of souvenirs. Yay. He gets a vacation and I get punished. Just great. Naja, Hubert hat ja nichts gemacht, aber das ist auch wieder etwas. It might take a little while, but I'll come back to Lant someday. Ich meine, er ist ein Kind. Der versteht das nicht, aber... Wie soll ein Elternteil denn darauf reagieren? If you're ever in the capital, you should come see me. I'll show you around the castle. Naja, vermutlich keine Backpfeife geben wird. Aber... Oh, I'm definitely there. Wait. Here. It's not a reward. I'm just lending it to you. When you visit the castle, show this to the guards. They'll let me know you've arrived. Gotcha. In that case, I'll hang on to it. I wish I had more time here, but I have to go. Okay, I'll see you around. No tears, my wife. This is in Hubert's best interest. I know, it's just... Ich wollte nicht, dass er Urlaub kriegt. Hey Hubert, take this with you. What is it? It's a good luck charm. It'll keep you from being scared, even when I'm not around. Hey, I don't get scared. That's enough, Hubert. We must be off. Okay. Farewell, Lord Aston. Young Master Hubert. Goodbye, my son. See you, Richard. So long, Hubert. Buy me something really cool, okay? Forgive me, Master Asbel, but... Yeah, I know. Back to my room. Richards Ring erhalten. Ring. Ja. Ring. Ja, egal. Meine Gedanken schweifen ab. Wegen meiner tollen Aussprache von Ring. Dad thinks I'm gonna stay in here? He's crazy. No door can hold me back. I'll just tweak this wire here. And turn it like this. And... Still locked. Well, crap. Yep, so wird's mir auch gehen. I really wanted to see the capital. I'd have been able to find someone who knows about Sophie. You called Asbel? Sophie? What are you doing out there? Stehen. Asbel, what's the capital? Well, the capital is the biggest city in the whole kingdom. There's lots of people there, so I thought one of them might recognize you. That's why I want to go, but... I want to go too. Oh? Well, all right then. Let's sneak out of here and go together. Quick, open the door. It won't open. Damn! Now what? Alpha, move away from the door. Sie macht jetzt nicht das, was ich denke, oder? Huh? Okay. Holy cow! Ja, holy cow, sag ich doch. It's open. Ja, so kann man das auch beschreiben. It didn't open. You broke it down. Well, whatever.
but we'd better go. The whole manor probably heard that. Okay. Caramba. Also das ist auf jeden Fall ein Weg, eine Tür zu öffnen, den ihr nicht einschlagen solltet, Leute. Nun gut. Beachtet mich gar nicht. Ich bin gar nicht hier. Beim nächsten Mal, Leute, machen wir uns auf in die Hauptstadt. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss.